So, liebe Freunde des gepflegten Simulatorfluges, willkommen zurück in meinem neuen Video. Wir werden uns heute das Traffic Tool von Alpha India Group anschauen, wie man es installiert, wie man die Einstellungen tätigt und schlussendlich dann das Ganze für Watsim, für Offline AI-Traffic oder für den Live-Traffic in MSFS verwenden können. Wir können also damit wirklich alle drei Fälle abdecken. Und ja. Also wir legen los, wo kriegen wir die Tools her. Es ist beides kostenlos. Wir brauchen dazu den sogenannten AI Manager und den Traffic Controller. Der AI Manager ist dafür zuständig, um die Flugpläne und Liveries zu verwalten, und der Traffic Controller initiiert uns dann den AI Traffic in MSFS rein. Gut. Ihr könnt via Google-Suche über Alpha India Group findet ihr die Webseite, oder ihr gebt hier direkt alpha-india.net ein, dann landet ihr hier auf der Homepage der Alpha India Group, und unter Software haben wir hier den AI Manager und den Traffic Controller. Wir laden uns hier die Public Beta runter inklusive MSFS Support, klicken das an, er lädt uns die Datei runter. Dasselbe machen wir mit dem Traffic Controller, laden uns das auch runter, und dann sind wir hier eigentlich auf der Seite schon fertig. Wir gehen mal in unseren Download-Ordner ein und haben hier diese beiden ZIP-Files, die extrahieren wir. So, dann diese beiden Ordner, die könnt ihr euch irgendwohin kopieren oder verschieben. Die müssen nicht in den Community rein, ganz wichtig. Also irgendwo außerhalb ablegen, E-Spiele, wie auch immer. Ich lasse sie hier bei mir in D-Downloads drin. Dann gehen wir in den Ordner rein und haben hier die AI-Manager-Exe. Sorry, hier oben. Rechte Maustaste. Eigenschaften, Kompatibilität und dann diesen Haken rein. Programm als Administrator ausführen. Geht ja auf Übernehmen. In den Traffic Controller rein. Hier machen wir das gleiche. Eigenschaften, Kompatibilität, Programm als Administrator ausführen. So, wenn ihr das gemacht habt, starten wir als erstes den AI Manager. Könnt ihr einen Doppelklick hier auf die AI Manager Exe machen. Dann wird euch dieses Fenster hier anspringen, dass er sich updatet. Ihr seht, er hat sich jetzt hier auch schon eine neue Version heruntergeladen. Dann geht ein Command-Fenster auf. Hier könnt ihr einfach Leertaste drücken. Und dann datet sich der AI Manager selbstständig ab. So, dann startet er auch gleich wieder. Dann kommt er hier wieder auf den Splash-Screen. Wenn ihr noch einen anderen Sim hier verfügbar habt, wird er angezeigt. Bei mir hier P3D. Wir wollen heute aber das Ganze für den MSFS ausführen. Dann startet dieser AI-Manager. Das kann unter Umständen ein paar Minuten dauern, weiter kommt
sicher diese Frage hier, ob wir in den sogenannten Slow Mode gehen soll. Das könnt ihr mit Ja bestätigen. Es könnte euch hier auch noch eine Meldung angezeigt werden, dass euer Community-Pfad an einem Ort liegt, der allenfalls mehr als 256 Zeichen Pfadlänge hat. Das könnt ihr auch einfach mit OK bestätigen. Und es wird eine Meldung kommen, dass euer Default-Traffic-File deaktiviert werden soll. Das auch mit Ja bestätigen. Gut, wir sagen jetzt hier ja, dann geht das eigentlich weiter. Jetzt schaut sich der AI-Manager die ganzen Szenarien, Airports an, die ihr installiert habt in MSFS. Und je nach Add-ons, die ihr drauf habt, wie gesagt, dauert das länger oder extrem lang. Schnell gibt es nicht. So, dann warten wir hier, bis er die ganze Geschichte hinter sich gebracht hat. So, nach etlichen Minuten hat das hier jetzt geschafft und der Traffic Controller ist gestartet. Wir kommen hier auf diese Startseite und gehen als erstes eigentlich hier in die Settings rein. Die FS Settings lassen wir so wie sie sind. Hier könnten wir noch für FSX irgendwelche BGS und SIM Object Folders handeln, lassen wir so stehen. Dann gehen wir hier auf Updates. Hier könnt ihr eigentlich auch alles so lassen wie es ist, und dann gehen wir hier in die Flight Plans rein und hier müsst ihr den Haken setzen und wählt hier dann das Verzeichnis aus, wo euer Traffic Controller installiert ist. Bei mir ist das in Downloads drin, dort wo wir die ZIPs extrahiert haben. So, hätte hier noch einen Link, um den Traffic Controller gleich direkt runterzuladen. Dann unter Cookies ist wichtig hier, dass ihr ein Alpha India Group Forum Login kreiert. Ihr könnt hier draufklicken, dann öffnet sich dieses Fenster. Wenn ihr noch kein Konto habt, könnt ihr hier eins eröffnen. Ihr müsst alles in diesem Fenster machen. Und sobald ihr eingeloggt seid, könnt ihr das Fenster schließen. Und dann steht hier nachher Logged in, so wie bei mir. Dasselbe für die AVSIM Library, auch hier. Geht ihr auf Login, dann kriegt ihr hier diese Skriptfehler.
x-mal einfach wegklicken. Auch hier bin ich jetzt bereits eingeloggt. Entweder einloggen oder Konto erstellen. Wichtig, alles in diesem Fenster machen. Wenn ihr fertig seid, schließen und dann wechselt der Status hier auf Logged in. Gut, dann gehen wir zum Alpha India Group Manager One-Click Installer Settings. Unser Folder, wo eigentlich die ganzen Flugpläne und die ganzen Modelle abgelegt werden. Das muss in unseren Community rein. Solltet ihr vorher beim Startup eine Meldung gekriegt haben, dass, wie gesagt, euer Community an einem Ort liegt, der mehr als 256 Zeichen hat, dann geht ihr hier hin, Next, und anstatt dass ihr dann hier euren Community auswählt, geht ihr auf Select und wählt einen anderen Ort, wie zum Beispiel, ich würde gleich den gleichen Ordner nehmen, wo ihr auch den Manager und Traffic Controller drin habt. Einfach etwas, das nicht mehr als 256 Zeichen Pfadlänge hat. Sagt dann OK und dann macht den Ordner an diesem Ort und macht nur eine Verknüpfung in den Community-Ordner rein. Das müsst ihr aber wirklich hier machen. Ihr seht, hier hinten hat es einen Button Move Directory. Wenn ihr es hier vergesst und versucht dann im Nachhinein Move Directory, geht nicht, habe ich x-mal versucht. Darum wirklich wichtig, wenn ihr diese Meldung erhalten habt, dann bitte hier einen Ordner wählen, der irgendwo auf D-Spiele liegt und nicht in diesem App-Data-Profil-Pfad, der diese 256 Zeichen überschreitet. Gut, ansonsten, wenn ihr den Community nicht an so einem komischen Ort habt, oder im Default-Ordner eigentlich, man muss es ja so sagen, sondern es den Sim an einem anderen Ort installiert habt, dann hier könnt ihr das so lassen, wie es ist. Er merkt das selber, wo euer Community liegt. Auch hier unten euer Traffic-Controller-Verzeichnis übernimmt er automatisch und dann könnt ihr hier auf Setup. Und dann wird sich der Manager schließen und wir müssen ihn neu starten. So, dann starten wir den AI Manager nochmals. Okay, dann dauert das jetzt wieder ordentlich lange. So, dann hat unser Traffic Manager endlich geladen. Wir gehen noch mal kurz in die Settings rein, schauen, ob er das alles sauber übernommen hat. Das passt. Hier könnte man noch für die Flugpläne sagen, die ältesten Seasons, die er da verwenden soll, Sommer, Winter und da vorne eine Jahreszahl. Ich lasse das mal auf Standard 2018, passt für mich. Hier könnte man noch sich im AIG Forum einloggen, habe ich auch nicht aktiviert. Also das können wir eigentlich hier alles defaultmäßig stehen lassen. Hier schauen, dass ihr eingeloggt seid. Und hier hat er jetzt den Community übernommen. Das passt.
diese beiden Optionen, so wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich nicht relevant für den MSFS. Das ist für P3D und FSX. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn da vielleicht jemand mehr weiß, kann er das gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, hier könnte man noch die Temp-Dateien removen, quasi das Setup verifizieren. Ja, brauchen wir jetzt in unserem Fall nicht. Passt alles. Wenn ihr etwas geändert habt, könntet ihr das hier oben rechts safen. Wir gehen jetzt eigentlich zurück und zwar hier in die Flugpläne rein. Ihr könnt hier x Flugpläne runterladen, die nachher im Sim abgeflogen werden und euch die entsprechenden Modelle angezeigt werden. Hier seht ihr die, die ihr installiert habt. Das ist im Moment nichts. Und wenn wir hier auf Online gehen, haben wir hier eine schöne Liste mit irgendwo 1200 verschiedenen Airlines und General Aviation Charter Firmen. Ja, und diese ganzen Flugpläne könnt ihr euch runterladen und die werden dann im Sim abgeflogen und euch angezeigt. Ihr könnt hier unten suchen, zum Beispiel nach der Swiss. Dann seht ihr hier Swiss. Season ist 2019 Sommer. Wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit hier auf Install zu gehen und dann installiert er uns nur genau diese Airline und diese Flugpläne. Wir können natürlich aber auch mehrere Flugpläne miteinander herunterladen, zum Beispiel noch Edel Weiß. Jetzt müssten die hier die Edelweiß und wo haben wir die Swiss? Da haben wir die nicht. Die ist wieder raus. Ihr könnt Ctrl gedrückt halten und dann hier die Swiss auch noch markieren. Das ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Ihr könnt auch Ctrl gedrückt halten und so nach unten fahren und alle markieren. Kann man machen, ich warne euch einfach, es ist insgesamt knapp 100 GB, die ihr da runterzieht an Modellen und Flugplänen. Ich habe zwar mittlerweile bei mir alles runtergeladen, also hier bei Installed habe ich jetzt 1200 und hier ist es leer. Um euch das zu zeigen, möchte ich zwar trotzdem einfach kurz die Swiss runterladen. Genau. Wir markieren uns die hier jetzt und machen das über den OCI-Balk. Über diesen Button könnt ihr, wie gesagt, mehrere Airlines installieren. Wir machen es einfach so. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Skip Manual Download zu aktivieren. Teilweise braucht er externe Dateien. Dafür mussten wir uns auch anmelden auf der AFASIM Library. Und wenn ihr diesen Haken setzt, dann überspringt er diese externen Downloads. Dann fehlen euch einfach rein theoretisch irgendwelche Modelle. Wir lassen das jetzt hier ganz bewusst draußen, damit ihr seht,
wenn er diese externen Dateien runterladen will. Klicken hier auf OCI Bulk und dann sehen wir, hier geht das Fenster auf und wir sehen eigentlich, was gerade heruntergeladen wird. Das Modell für die 777. Und auch hier, das dauert ewig, also lasst euch davon nicht irritieren, wenn das hier mal ein paar Minuten oder vielleicht auch Stunden nicht weitergeht. Lädt jetzt hier alle die Modelle runter und die Libraries. So, hier haben wir schon die nächste Datei, die er extern downloaden muss. So, dann hat er die Liveries und Flugpläne von Lufthansa und Lufthansa Regional hier jetzt auch drin. Sehr gut. Wie gesagt, ich habe mir wirklich mittlerweile alle runtergeladen. Wenn ihr den Platz und die Zeit habt, kann ich euch das eigentlich nur empfehlen. Ansonsten würde ich mal hier so die gängigsten raussuchen, die halt bei euch in der Gegend fliegen oder die euch interessieren, könnt ihr euch die installieren. Je mehr Flugpläne und je mehr Airlines ihr natürlich habt, je vielfältiger wird der Verkehr, je nachdem, wo ihr seid. Also ich habe es wirklich, nachdem ich alle installiert habe, auch mal kurz getestet und bin so ein bisschen rund um die Welt auf den jeweiligen Hauptflughäfen gespawnt und ja, da wurde mir tatsächlich wirklich immer ein sehr akkurater und dichter Verkehr mit sehr schönen Fliegern angezeigt. Gut, dann können wir eigentlich unseren Sim starten. Prinzipiell brauchen wir hier den Manager nicht, wenn der Sim läuft. Ja, ich starte jetzt mal den Sim und bin dann zurück. Das dauert jetzt auch ein paar Minuten. So, wir haben unseren Sim gestartet. Ich bin hier in Frankfurt gespawnt, Alpha 25. Und wir gehen jetzt zuerst kurz in die Optionen rein und schauen uns an, wie das hier drin aussehen muss. Zuerst auf Verkehr. Wenn ihr den AI-Traffic aus dem Alpha India Group Traffic Controller wollt, dann hier Typ des Flugverkehrs aus. Verkehrsnamenschilder könnt ihr ein- oder ausmachen. Mit dem AIG Traffic Controller seht ihr sowieso keine Schilder, nur beim Live-Traffic oder beim Traffic, den MSFS selber generiert. Dann hier unten noch die generischen Flugzeugmodelle. Für KI, Mehrspieler, beides auf Aus. Flugzeuge am Boden ist auch wichtig, hier auch auf 0, also eigentlich kein Static. Das wäre es eigentlich hier im Verkehr. Dann gehen wir hier in die Daten rein. Nachher für den Live-Traffic ist wichtig, dass wir hier die Live-Flugverkehrsdaten aktiviert haben und ja.
diese Einstellungen so prüfen und entsprechend aktivieren. Danach könnt ihr in euer Traffic Controller Verzeichnis gehen und hier die Traffic Controller Exe mit einem Doppelklick starten. Ich habe das bereits gemacht, das dauert natürlich wieder ein paar Minuten. Darum habe ich das eigentlich schon entsprechend vorbereitet. So, ich habe das bereits vorbereitet, habe den Traffic Controller schon gestartet. Dann kommt ihr eigentlich hier auf diese Startseite. Ihr seht im Hintergrund auch schon die Flieger. Wir gehen ganz kurz in die Settings rein. Haken hier muss gesetzt sein, Community Pfad muss gewählt sein, sollte aber standardmäßig machen. Dann hier Auto Injection on Startup, damit er den Verkehr initiiert. Ihr könnt ihr noch ein Activity Level vergeben oder den ganzen Traffic weglöschen. Gut, sonst muss man hier drin eigentlich nichts machen, kann das beiseite schieben. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein bisschen um, was da so rumsteht. Wir sehen hier ein paar Ryanairs. Alles mit den korrekten Modellen. Das hier sieht mir nach Boeing aus, genau 737. Da hinten sehen wir eine Wizz stehen. Hier kommt gerade eine Sun Express vorbei. Condor, Air Canada. Also ja, je mehr Flugpläne ihr euch und Airlines ihr euch da runterladet im Manager, je mehr habt ihr hier drin natürlich. Also ich finde, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Wir können mal noch hier rüber schauen. 747. Flugzeugtypen, die wir hier haben. Da vorne sehen wir noch eine CRJ, Etihad, ziemlich viel Ryanair. Ja, wir sehen hier wirklich einiges an Traffic, basierend auf diesen Flugplänen, die wir im Manager heruntergeladen haben. Haben wir schon eine ganz schöne Vielfalt hier am Start. Und würde ich sagen, dann schauen wir uns mal den Live-Traffic an. Dazu benötigen wir hier eigentlich den Manager nicht mehr. Wir schließen ihn und unser Verkehr verschwindet auch gleich und wir gehen in die Optionen nochmals rein, in den Verkehr und stellen hier auf Echtzeit online um, anwenden, gehen zurück und jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis sich dieser Live-Traffic aufgebaut hat. Also das kann durchaus auch ein paar Minuten gehen. So wie alles im Zusammenhang mit diesem Traffic Manager. Wir sehen jetzt hier, poppt etwas auf. Wir sehen hier ein Namensschild. Das ist aber im Moment noch das einzige. Airbus aus Palma, OCN, was ist denn OCN? Mal schauen, vielleicht sehen wir da was.
Ural Airlines, alles klar. Dahinter haben wir eine Lufthansa, die kommt. Wie gesagt, das dauert wirklich ein bisschen hier, bis der Traffic sich aufgebaut hat. Seht jetzt, es poppen hier immer mehr Flieger auf. Was mich ein bisschen stört, ist, die Maschinen haben extrem lange, bis die von der Runway runter sind. Weiß nicht, ob das am MSFS selbst liegt oder aber wahrscheinlich schon. Ist der Live-Traffic Sun Express. Aber diese OCN 501, die ist tatsächlich von Palma nach Frankfurt geflogen. Eurowings Discover und ist um 13:55 Uhr gelandet. Also das ist gar nicht so verkehrt. Dieser Live-Traffic, ich finde einfach, ist ein bisschen wenig so. Wie gesagt, ich habe das mal längere Zeit getestet und es dauert einfach eine Weile, bis dieser ganze Traffic hier sich aufgebaut hat. Gut, dann kommen wir eigentlich schon zum Wazim-Traffic. Für den Wazim-Traffic benötigen wir nochmal ein Tool. Und zwar brauchen wir dafür noch dieses Model Matching Magic, damit wir unseren Custom VMware-File erstellen können. Kann man bei FlightSimTO runterladen. Link habt ihr sonst in der Beschreibung drin. Mit diesem Tool könnt ihr dann eigentlich die Aircraft Types und Airline Codes entsprechend zuordnen, dass er die richtige Livery dann matcht. Ich habe das hier runtergeladen. Können da mal kurz rein. Das sieht dann so aus. Hier wählt ihr den AIG OCI Beta Ordner, der in eurem Community liegt, und geht auf Scan. Ich muss das hier nochmal kurz frisch auswählen. AIG OCI Beta, genau. Dann könnt ihr hier auf Scan.
Dann liest er euch die ganzen Liveries, die ihr in diesem Ordner drin habt, aus. Es geht auch eine ganze Weile, je nachdem, wie viel das ihr schon runtergeladen habt. Bei mir alle, das dauert wieder. Allgemein rechnet genügend Zeit aus, um diese AIG-Geschichte einzurichten. Vor allem, wenn ihr hier dann noch die korrekten Aircraft-Type-Codes matchen wollt. Wenn er hier mit Scannen durch ist, ein bisschen doofe Größe. Genau. Dann seht ihr hier nicht, hier haben wir die American 737 AAL passt, aber hier hinten der Aircraft Type ist leer. Da könntet oder müsste man jetzt hier B738, ist eine 737-800 eingeben und dann müsst ihr hier hinten noch den Haken bei Exclude rausnehmen. Also alle Liveries, die keine korrekte Aircraft-Type-Zuordnung haben, sind im Moment exkludiert. Das heißt, werden nicht ins VMR generiert. Ja, ist ein bisschen Arbeit, hier das überall einzutragen. Also man kann da mit Copy-Paste kann man arbeiten. Aber ja, braucht dennoch seine Zeit. Das könnt ihr eigentlich durchmachen hier für alle Liveries, die keine korrekte Zuordnung haben, wie hier diese Swiss-Geschichte. Wäre ein E190. Dann hier hinten den Haken raus. Ja, so muss man sich hier eigentlich durchackern. Ihr seht, das sind doch einige. Wer sich die Zeit sparen will, ich habe in der Beschreibung auch einen Link drin, da könnt ihr mein Custom VMR-File runterladen. Ist auch nicht perfekt und ich sage jetzt komplett, aber ich habe mir hier wirklich die Zeit genommen und einiges bearbeitet. Könnt euch das ja mal runterziehen. Ansonsten hier mit diesem Tool euer eigenes VMR erstellen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auf Generate VMR und dann legt ihr im gleichen Verzeichnis wie euer Exe-File hier vom Model Matching Magic ist, legt ihr ein File ab, das modelmatching.vmr heißt und das ziehen wir uns dann in den vPilot rein. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir starten unseren vPilot. Hier sehen wir eine Eurowings, die mittlerweile angekommen ist. Wir sehen hier, der Traffic ist ein bisschen dichter geworden. Was. Genau. So, dann stellen wir jetzt uns den Live-Traffic ab und connecten mal auf VATSIM. Wir gehen wieder hier in die Daten rein und stellen hier auf Aus und beim Verkehr gehen wir hier auch wieder auf Aus, anwenden und speichern. Genau, dann ist jetzt wieder alles weg.
Wir schauen uns hier zuerst an, wo wir das unser Custom VMware reinziehen müssen. Gehen hier ins Model Matching, MSFS Custom Rules, Add Custom Rules Set und dann navigiert ihr in den Ordner, wo ihr dieses Custom VMware habt. In der Regel ist das, wie gesagt, im Verzeichnis vom Model Matching. Haben wir hier das Model Matching.vmr. Ich habe das bei mir noch umbenannt. Das ist das hier. Zieht euch das rein und schiebt hier mit Move Up. Schiebt euch das zu oberst hin. Geht auf Apply. Dann connecten wir uns hier mal. Wir sind heute eine Swiss 25 Papa in einem A20 Neo. Gehen hier mal auf Connect. Und schauen mal, was hier so rumsteht. Gerade viel los. Was haben wir hier? Lufthansa A319, so wie das aussieht. Da vorne haben wir noch was, was gerade zur Runway rollt. Die Schilder funktionieren leider nicht, sowohl in WATSIM wie auch was ist denn das? Türkisch, hä? Ja. Türkisch. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir eine 747. Sieht mir nach einem 340er aus. Genau. A340. Was haben wir hier noch? Eine LTU A320. Das passt eigentlich alles ganz gut hier mit SIM-Aware. Sind nicht so viele hier. Hier muss noch irgendwas sein. Das ist eine 737. Da haben wir noch mal eine Lufthansa. Das müsste eigentlich ein 320er sein, genau. Und das da hinten ist auch ein 320er und das ist ein 340er 600. 747, die türkische, ja, das passt eigentlich. Also das matcht da wirklich. Sehr gut, wenn ihr das File von mir nehmt, sollte das bei euch eigentlich auch entsprechend aussehen.
für mich jetzt bisher wirklich das beste Matching. Vor allem, wir haben auch Dash 8 und wie gesagt 340er, 380er. Also das zeigt er uns wirklich, haben wir für alles, haben wir entsprechende Modelle, die er uns hier auch anzeigen kann. Gut. Dann wäre es das eigentlich gewesen. Ich hoffe, jeder kann oder es hat dem einen oder anderen geholfen beim Einrichten von Alpha India Group Traffic Controller und dem AI Manager. Ja, und dann würde ich doch sagen, danke fürs Zuschauen. Gerne ein Abo und ein Like dalassen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Always happy landings. Ciao zusammen.